29. Februar 2010. Wenn ihr fertig seid, sagt yeah! Yeah! Heute stelle ich mein Album im Radio vor. Bonjour. Parle un petit peu français, c'est cool. Un petit peu de français, mais pas bien. Ah bien, bien. Si, bien quand même. Ah ouais, si, si, bien. Do you like? Magst du Französinnen? Oh yeah, I love. Ich liebe sie. Oh, warum? Sie haben große Brüste. Nein, ich mag den Akzent. Franzosen haben einen komischen Humor. Kannst du Französisch küssen? Ja, natürlich. Sie stellen echt komische Fragen. Ich bin schließlich erst 15 und meine Mom war nicht weit. Mein neuer Freund! Sie ist eine heiße Braut. Eine heiße Braut. Willst du mal anfassen? Nein! Mach schon! War nett. Tschüss. Danach gab es eine Autogrammstunde. Es waren gerade Schulferien, also waren haufenweise Leute gekommen. Es war echt schön, meine französischen Fans zu sehen. Steh auf! Ich hätte nicht gedacht, dass Ihnen ein Zettel mit meinem Namen so viel bedeutet. Aber wenn Sie deswegen da sind, kriegen Sie einen. Mir ist schlecht. Brauchst du Wasser? Ja. Wir brauchen Wasser. Es war absolut heiß und überfüllt. Es gab keine Lüftung und keine Klimaanlage. Es ging echt total ab. Und nirgendwo gab es einen Ventilator. Fans. Mir ist echt übel. Wartet mal kurz. Ich kotze gleich. Habt ihr einen Eimer? Ich brauchte eine Pause. Mir war echt übel. Die Leute vom Label sagten, hör lieber auf. Aber ich wollte keinen enttäuschen. Es ist komisch, die Mädchen weinen zu sehen. Ich fühle mich ja geehrt, aber anstatt zu weinen, sollten sie doch eher froh sein. Meine Güte. Danke. Wie geht's? Gut. Und dir? Danke. Bonjour, mes amis. Das war's. Fertig? Ja. War's das? Ja. Ich fahre zurück ins Hotel. Ich brauche dringend Schlaf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Die Tür ist echt schnell. 24. Februar 2010. Das war knapp. Gestern war ein langer Tag, aber heute geht's wieder. Ich liebe dich, Justin! Ich euch auch! Du bist sexy! Seht mal, über den habe ich gestern was gelernt. Das ist cool. Das wird toll. Ich trete im Eiffelturm auf. Es waren tausende Fans da. Ich wollte Autogramme geben. Doch sie drängelten. Hier lang. Mein Arm. Oh, komm hier durch. Mein Arm tat weh. Er pochte vor Schmerz. Ich dachte, er wäre gebrochen. Sie wollten meinen Auftritt absagen. Aber bei den vielen Fans hätte das noch mehr Probleme verursacht und noch jemand hätte verletzt werden können.
Bereitest du dich so auf die Show vor? Mein Adrenalinspiegel stieg. Ich spürte den Schmerz kaum noch. Guter Schlag. Ich musste weitermachen. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir gemeinsam die Welt bereisen können. Im Namen Jesu. Amen. Die Zuschauer waren toll. Sie sangen perfekt mit. Danke. Michael, komm zu mir auf die Bühne. Komm her. Ich war ihm was schuldig. Ich hatte ihm echt wehgetan. Spielst du den Song zu Ende? Okay. Er spielt gern Gitarre, also holte ich ihn auf die Bühne. Für Michael. Der Abend war toll. Ganz ruhig. Das mit meinem Arm war vergessen. Meine Fans sind super. Gute Nacht. Ich muss mich ausruhen, denn morgen verlassen wir die Stadt der Liebe und fliegen in die Stadt, die niemals schläft. 15. März 2010. Ich verbringe ein Wochenende in New York mit meinem besten Freund. Gefällt's dir hier? Ja, total. Ich vermisse meine Freunde, vor allem Ryan. Aber er kommt ja ab und zu. Wir fahren Basketballspiel. Ich gewinne sowieso, wie immer. Nein, sicher nicht. Ich wollte Ryan unbedingt schlagen. Los geht's. Wir legen los. Ich wollte ihm zeigen, dass ich immer noch Körbe werfen kann. Hau rein!